Und damit hallo und willkommen zu einem weiteren Spezialvideo. Ja, den haben wir schon gezeigt in der ersten Minute dieses Videos. Ich habe jetzt mal die Sichtweite ein bisschen niedriger gestellt, damit ich auch tatsächlich vernünftig aufnehmen kann. Die letzte Minute habe ich nämlich in insgesamt 10 Minuten aufgenommen, das Ganze als Zeitraffer genommen. Ja, mit meinem Aufnahmeprogramm packt das immer so ein bisschen rum hier. Nicht, dass ich durch die Wände fliegen kann, das ist ganz normal Game Mode 3. Die Chunks, die laden sehr, sehr merkwürdig. Ist halt mein Aufnahmeprogramm. Wenn ihr irgendein Aufnahmeprogramm kennt, das Minecraft nicht laggen lässt, oder vor allem die Aufnahme nicht laggen lässt, oder irgendwie eine Möglichkeit wisst, dann sagt mir das unbedingt mal. Ja, zurück zum Thema. Der Mengerschwamm. Ein Fraktal. Das funktioniert im Prinzip so. Ich zeig das mal kurz. So, schwupp. Set Block Welle 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 Stone, denn ich brauche ja irgendwas, um anzufangen. Game Mode 1. So. Man baut sich hier so einen 3x3 Würfel. Wenn ich das mal hinkriege. Kriege ich nicht hin, offenbar. So. Dann hält man hier die jeweils die Seiten raus. Ups. Nein, also in dieser Richtung haben wir alle Seiten raus. In dieser Richtung. Es laggt mal wieder schlimm. Und halt auch in dieser Richtung. So, dann hat man diese Form. Und die wiederholt man dann. Habe ich gerade ein Word Edit drin. Damit habe ich nämlich den großen gemacht. Wie ging das noch? So ging das. Jawohl, es geht. Ich hopp's 2. So, und dann ging das, habe ich das so gemacht mit Stack 2. Ich hätte natürlich auch das Ganze als 9x9x9 Würfel machen können und dann halt hier alles aushöhlen, da alles aushöhlen und hier alles aushöhlen. Aber das war halt zu viel Aufwand. Ich habe dann halt im Prinzip jedes Mal so gemacht und so. Dann halt jeweils die nächsten Punkte definiert, da, da und so weiter. Und jetzt mache ich mal wieder Kommandoblock, Kommandozeug. Das ist so einer der häufigsten Befehle, den ich so anwende. So. Ja. Und ich würde sagen, ich versuche auch mal dieses Video kurz zu halten, was mir wohl nicht gelingen wird. Es macht einfach Spaß, hier die ganze Zeit rumzufliegen und Zeug zu machen und so. Ja. Manche sagen, das sieht aus wie ein Borg-Kubus. Ich kenne keinen Borg-Kubus, wo ich ein wenig Star Trek gesehen habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch findet. So, während ich hier versuche, ans Ende zu kommen. Aber ich finde, sieht schon ein bisschen aus wie ein Raumschiff. Wenn, vor allem, wenn die Chunks nicht so ganz planen, sieht es ein bisschen aus wie so ein Todesstern in Aufbau. Nur halt in eckig. Gegen Minecraft. Ah. So. Da man hier exakt mit einem Sprung rüberkommt, wenn man nicht so doof ist, wie ich, habe ich mir gedacht, das könnte man vielleicht gut als PvP-Map nutzen. Hier so drüber. Und dann halt, wer aus der Welt fällt, der hat verloren. Oh. Und eventuell macht man entweder Leitern hoch. Oder man sagt halt, wenn man vom Feind flieht, indem man eine Ebene tiefer springt, dann hat man halt höheres Risiko, irgendwann keinen Platz mehr zu haben und selber aus der Welt zu laufen. Ja, und das ist ein ziemlich großes Spielfeld hier. Da könnte man vielleicht irgendwie, da gibt doch immer was mit dem Stock, der Knockback sonst wie viel hat und ich falle aus der Welt. So schlau. Oh. Ja. Ich habe meinen Spawnpunkt, glaube ich, noch. Obwohl doch, ich habe den Spawnpunkt gesetzt auf 0000. Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, klar, natürlich. Das wohl Wichtigste. Ich habe ein Texture Pack gemacht.
Also ich habe zwei Texture Packs gemacht, das eine meinen arbeite ich noch, das andere ist die alternative Texturen. Wo man hier sieht, das Schwert, das ein wenig anders aussieht. Das zeige ich im nächsten Video. Ich glaube, ich habe im letzten Video gesagt, dass es das nächste sein wird, aber jetzt ist wirklich das nächste Video. ich nehme heute drei Videos auf, tatsächlich, weil ich einfach viel zu viele Ideen für Videos habe. Trotzdem, wenn andere Leute Ideen haben, dann sagt mir das auch gerne, die nehme ich gerne an, die Idee. Ja, ich habe die Steintextur geändert in wiederum eine zweidimensionale Variante des Mengaschwamms. Ein dieser Steinblöcke hier hat wiederum sieben, also das ganze Ding hier hat ja fünf Iterationen. Da, also hier diese Einser, hier sind die erste Iteration, das zweite, die dritte, die vierte und hier da, das riesige ist die fünfte. Man sieht hier die eine Iteration, das ist das hier. Dann die zweite, dann die dritte ist hier so, dann die vierte ist das hier, dann die, ups, fünfte ist einer von diesen kleinen hier. Dann gibt es noch 6 und 7, die kann ich jetzt nicht wirklich zeigen, aber man sieht ja, dass sie da sind. Und ja, so sieht das innen aus. Jedenfalls hat das insgesamt 12 Iterationen auf diese Weise. Das, ja, es ist ziemlich weiß. Das liegt daran, ich rechne es mal kurz aus, nur, wie war das, 8 Neuntel sind ausgefüllt, weil man ja nur das mittlere Neuntel wegnimmt. Das hoch 7 ist also noch 43, also sind also 43% nur noch grau. Die restlichen, hier, Dings, 56% sind weiß. Also das, weil man drauf nimmt. Wenn man immer mehr rausnimmt und durch weiß füllt. Und insgesamt von diesem Teil sind 20 von 27 ist eine Iteration. Hoch 5 ist 42% sind insgesamt von dem Würfel ausgefüllt. 77,7% davon sind leer, weil man auch da in 3 Dimensionen so was rausnimmt. Und ja, irgendwie kann man die Werte noch rechnen. Ist das egal. Das. Was wollte ich. Worauf wollte ich hinaus? Jedenfalls sieht das mich weiß aus. Ich habe das die Textur nochmal in einer anderen Welt gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich weitere da. Wenn ich wollt, dass ich weitere Texturen von Fraktalen mache und dadurch dann so ein, zum Beispiel als für die Erde oder für Grasblöcke oder Holz oder so, dann kann ich es gerade tun, aber es sieht wirklich seltsam aus. Achso, für den Mengaschwamm. Von wegen PvP-Map und so weiter, also für die Welt, die ich grade, in der ich gerade war, da kann ich keine Welt-Downloads zur Verfügung stellen, wenn sich jemand möchte. Und ja, so sieht halt eine Höhle aus. Müsste man eine echte Höhle finden. So, da. So sieht halt eine Höhle aus mit diesem Texture Pack. Mit dieser Steintextur. Das ist ziemlich verrückt. Und vor allem, ich habe diese 7 Iterationen gemalt. Also nicht selber gemalt, sondern natürlich kopiert, eingefügt und so. Und das ist insgesamt, jetzt wird das Spiel, Bild wahrscheinlich gerade rumbuggen, 3 hoch 7, also 2187 mal 2187, das Minecraft sieht das an als 2048 mal 2048 Texture Pack. Wenn ich das dann noch eine Iteration hinzufüge, was ich versucht habe, sind 6561 mal 6561. Minecraft sieht das an als 4096 mal 4096 Texture Pack, weil er es nicht anders nicht so richtig angezeigt kriegt oder so ähnlich. Und bei mir stürzt es ab. Mit der Fehlermeldung im wegen versucht doch mal ein Texture Pack mit niedriger Auflösung. Ich würde sagen, das war's dann von diesem Video. Ich verabschiede mich mal wieder mit einer tollen Aussicht. Mit diesem tollen Ausblick verabschiede ich mich von diesem Video. Ja, tschüss. Ich brauche ein Outro.